Guten Morgen zusammen. Also manchmal ist das ja wirklich überraschend, wenn man in den Gottesdienst kommt, was da so passiert. Joachim hat mir schon den Predigtext weggenommen. Cordula hat schon die Aufforderung, die ich am Ende habe, genannt. Eigentlich kann ich gehen. Alles ist gesagt. Bitte? Wiederholungswert. Ja. Genau. Denn die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, habe ich mal gelernt. Genau, ich würde gerne beten, bevor ich anfange, und dann legen wir los. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist, und dass du, Heiliger Geist, dieses Wort, was so den Herzschlag Jesu trägt, uns in die Herzen legen möchtest, Herr. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort kraftvoll ist, uns zu verändern, uns herauszufordern, uns zu segnen, uns zu ermutigen. Herr, all das möchtest du durch dein Wort tun, weil du ein guter Gott bist. Wir preisen dich. Amen. Ja, wir wollen heute anfangen mit einer Predigtreihe. Ich hatte ja auch schon ein bisschen was dazu geschrieben und im Gemeindeinfo rumgeschickt. Und zwar über Kleingruppen. Ja, wir haben heute noch drüber gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Gruppen in der Gemeinde. Und wir wollen in den nächsten 4 Sonntagen Folgendes besprechen. Und zwar werde ich heute über Lebendigkeit und Leidenschaft sprechen. Und dann denkt ihr sofort, oh, wie kriegen wir das denn hin? Vielleicht finden wir ja irgendwie einen Ausweg, ein bisschen haben wir ja schon gehört. Das nächste ist, das wird dann wohl die Babsan machen am nächsten Sonntag, wie wir das Leben miteinander teilen und dass das ganz viel davon abhängt, wie offen wir füreinander sind, miteinander sind und wie sehr wir davon profitieren können, wenn wir unser Leben miteinander teilen. Und als drittes dann, das wird der Johannes machen, da geht es mehr so darum, dass man seinen Blick korrigiert, dass jetzt sozusagen der Hauskreisleiter das da alles so macht und man kommt da hin und lässt sich überraschen und guckt mal, was passiert, sondern dass man aus diesem Konsumententum herauskommt und die Gruppe, in der man ist, versteht als etwas, was einem mitgehört, was man mitgestaltet, wo man mit Verantwortung übernehmen kann. Und zu guter Letzt geht es um die gemeinsame Auftragserfüllung. Da geht es auch vielleicht darum, dass wir die Emily machen, ob wir nicht vielleicht neue Gruppen gründen, einfach um Menschen zu erreichen für Jesus, nach bestimmten Interessen oder wie auch immer. Also da müssen wir mal sehen. Ich lasse mich überraschen, was da kommt. Ich werde es dann ja auch nur per Video sehen, weil ich ja Urlaub habe die nächsten 3 Sonntage. So, und ein Plan innerhalb dieser Predigtreihe war der, dass wir immer zu jeder Predigt ein Zeugnis haben. Und heute will der Markus uns was erzählen. Die Frage an die Leute, die Zeugnis geben, war die, wieso ist der Hauskreis was Besonderes für dich? Und erzähl mal eine Story, wo du gesichtet worden bist im Hauskreis, so im Groben. Und dann möchte ich dich mal bitten, dem Markus das Mikrofon zu geben, Joachim, und dich, Markus, nach vorne bitten, dass du mal berichtest. Ja, ich werde natürlich nicht erzählen, was du willst, aber... Na, erzähl mal, was du willst, ja. Ist alles gut. Also ich will eigentlich jetzt kein besonderes Erlebnis erzählen, das ich im Hauskreis hatte, wo der Heilige Geist in Form eines Blitzes uns traf und wir alle umfielen. Nein, sowas will ich nicht erzählen, auch wenn es mal passiert ist, vielleicht ähnlich. Aber ich will erzählen, wie wichtig der Hauskreis für mich war, als ich mich bekehrt hatte. Ich war bekennender Agnostiker, bevor ich mich bekehrt hatte, und hatte also ziemlich viele Fragen. Und wir haben uns damals immer in einem Keller getroffen, so eine Art Partykeller von jemandem bei uns aus der Gemeinde in Mahl. Und die mit mir im Hauskreis waren, die waren auch nicht viel älter als ich und vielleicht 2-3 Jahre länger im Glauben. Und die habe ich dann halt immer gelöchert und gefragt. Aber ich muss eine Sache, ich schweife ein bisschen ab, aber eine Sache muss ich erzählen, die ist unfassbar. Und zwar, wie gesagt, in diesem Keller, dann war dann irgendwann mal die Zeit, wo wir gebetet haben, und jedes Mal, jeden Donnerstag, jedes Mal, ging die Tür auf, der Vater kam und sagte, lasst euch nicht stören, während wir beteten, ging dann zum Kasten, holte sich ein paar Flaschen Bier raus, weil er an dem Abend auch Chorprobe hatte von seinem Kirchenchor und die sich nachher noch bei ihm auf ein Bierchen trafen. Jedes Mal, wir beten mal eine Stunde eher. Nein, dann haben die auch eher Schicht gemacht, kam rein. Das war da so ein Moment, wo ich dachte, na, gehst vielleicht besser in den Kirchenchor, weil es Pilsener Urquell hat er noch getrunken, das ist teures tschechisches Bier. Jeden Donnerstag, immer gleich, lasst euch nicht stören, unfassbar.
Ja, und dann haben wir uns halt da getroffen und ich konnte die Leute fragen, Ich hatte so viele Fragen wie Jesus und Gott und was das alles war. Und ich habe so bekloppte Fragen gestellt und Gott ist total gnädig, weil ich habe mit Sicherheit noch beklopptere Antworten manchmal bekommen. Aber es war trotzdem total wichtig für mich. Wenn ich nur sonntags hier gewesen wäre, hätte ich nicht so viel vom Glauben miterlebt. Hätte ich eine Predigt gehört und mehr nicht. Und so konnte ich auch meine ganzen Zweifel ausräumen. Meine Eltern hatten natürlich Angst, und ich eine Zeit lang auch, ob ich nicht da in einer Sekte gekommen wäre, weil damals Freikirchen oder auch gerade diese Gemeinde noch nicht das Standing hatte, was wie sie heute vielleicht hier in der Gesellschaft in Dorsten hat. Und ja, vor allen Dingen, nachdem zwei ältere Geschwister zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie haben erstmal alle ihre Schallplatten weggeschmissen, als sie sich bekehrt haben, da dachte ich, oh, na, nee, da. Jens, meine Camel-Platten hätte ich wegschmeißen müssen. Nein. Nein, siehste? Habe ich auch nicht gemacht, habe die nachher alle verkauft. Aber ein paar habe ich behalten. Aber das war so wichtig für mich, dass ich da Leuten Fragen stellen konnte, die mir geholfen haben im Glaubensleben, die ich auch immer anrufen konnte und so weiter, wenn irgendwas war. Ja, und das hat mir, also wie gesagt, es ist jetzt keine eine Situation, sondern das war ein Schritt für mich, überhaupt in die Gemeinde zu kommen. Noch wichtiger, dass ich den Glauben verstanden habe und worum es dabei ging. Und das, da bin ich dem Hauskreis sehr dankbar. Ja, das war es eigentlich, was ich erzählen wollte für die Zeit. Dankeschön. Ja, danke. Ja, ich denke mal, wir werden auch in den nächsten Sonntagen mehrere Zeugnisse dazu hören, wieso es in einer Kleingruppe zu sein total wichtig ist auch für das eigene Glaubensleben. Heute geht es ja um Leidenschaft und ich möchte da drei Punkte betrachten. Das ist unser eigener Blickwinkel und der Blickwinkel, den Gott darauf hat und seine Absicht. Und dann vielleicht auch die Frage, wie können wir denn die Leidenschaft in unseren Hauskreisen so ein bisschen steigern? Das ist doch für mal eine interessante Frage. Die Frage, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich habe keine Lust, heute zum Hauskreis zu gehen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ach nee, anstrengend. Kennt ihr auch das, dass ihr sagt, okay, gut, mache ich trotzdem. Und kennt ihr das auch, dass ihr gesegnet seid, wenn ihr dann trotzdem gegangen seid? Also es ist tatsächlich so, dass wir in einem inneren, ständig in einem inneren Kampf sind, auch das Gute und das Richtige zu tun. Und die Frage stellt sich mir dann immer, was motiviert mich denn und was frustriert mich? Was hält mich ab oder was bringt mich dazu, auch zu gehen? Wobei ich jetzt am Anfang sofort sagen möchte, wenn ich über Hauskreis oder über Kleingruppe nachdenke, meine ich nicht das Treffen. Ich meine immer die Menschen. Ja, ich meine immer die Gruppe der Leute, die sich da versammelt. Ich meine nicht das Treffen. Da manifestiert sich ganz viel im Miteinander bei so einem Treffen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich trifft. Aber wir reduzieren so oft unser geistliches Leben auf Veranstaltungen. Ne? Gottesdienst, Hauskreis und dann denken wir, das ist es. Aber wir haben gerade gehört, das Leben in Christus ist was, was eben über den Veranstaltungsterminkalender hinausgeht und unser Leben durchdringen soll. Und das ist auch richtig so. Okay, deswegen diese Fragen. Ne? Erleben wir Gottes Handeln im Hauskreis? Ne? Wie sieht das aus? Warum habe ich manchmal keine Lust? Warum habe ich manchmal Lust? Was ist das, was mich steuert? Was ist das, was mich ausmacht? Und dann auch die Frage, wie würde das denn aussehen, wenn unsere Kleingruppen so richtig voller Freude und Leidenschaft wären und voller Lust? Und dann bin ich dann gleich bei der Bibelstelle, habe deine Lust am Herrn, aber da komme ich gleich zu. Also, drei Punkte. Unser Blickwinkel, Gottes Blickwinkel und seine Absichten und die mögliche Steigerung von Leidenschaft. Was das ist und was man darunter versteht, werde ich gleich mit einpflegen. Als erstes ist, unser Blickwinkel ist sehr stark geprägt von unseren Erfahrungen. Und wir haben hier jetzt auch einige sitzen, die schon diverse Hauskreise erlebt haben und lange auch vielleicht dabei sind und auch vielleicht viel Positives erlebt haben, aber vielleicht auch das eine oder andere Negative erlebt haben. Wir haben also alle unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen gemacht. Wir wurden verletzt, wir wurden missachtet, wir wurden gesehen, wir wurden gelobt,
Und in diesen verschiedenen Zusammensetzungen, da hat man manchmal einen Hauskreisleiter, der richtig klasse ist oder einer, der überfordert ist. Man hat manchmal sehr formale Treffen, manchmal ist es alles total spontan. Dann gibt es Treffen, die sind ruhig, gibt Treffen, die sind vielleicht ein bisschen hektischer, gibt Treffen, die einen runterziehen, gibt Treffen, die einen stärken, mit Musik, ohne Musik, mit Essen, ohne Essen, ja, mit biblischem Thema oder auch ohne, mit wenig Austausch oder mit viel Austausch. Also die Treffen sind sowas von unterschiedlich, auch bei uns in der Gemeinde. Und ich finde das eigentlich gut, weil es eine Vielfalt abbildet. Aber die Gruppe, die sich trifft, muss sich im Prinzip vereinbaren, was sie denn will. Können sich dann nicht hinsetzen, man könnte sie schon und sagen so, du bist der Hausgastleiter, mach mal. Aber eigentlich geht es darum, und das ist das Ziel, dass ja alle im Glauben wachsen und auch in der geistlichen Reife wachsen. So, also diese Arten von Treffen sind, weil wir schon so viele Vorerfahrungen haben und eben auch negative Vorerfahrungen, manchmal so manifest in unserem Kopf, wie so etwas abzulaufen hat, wie so etwas zu sein hat, und uns geht die Spontanität, die Kreativität geht uns vielleicht verloren, mal was ganz anderes zu machen. Ja? Ich höre und sehe aber immer mehr das Bedürfnis, dass auch die Treffen interessant sein sollen und nicht nur immer wieder nach Schema F, immer wieder gleich. Die Treffen werden aber meiner Ansicht nach dadurch interessant, weil wir interessante Menschen sind. Die werden nicht zuerst durch Programm oder Thema interessant, sie werden durch die Menschen interessant. Und wer sich aufmacht, Menschen kennenlernen zu wollen, der wird Hauskreis sehr interessant finden. Jetzt gibt es da aber noch einen zweiten Punkt, der es uns nicht unbedingt einfach macht, das sind die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Es gibt Leute, die sind da sehr menschenzugewandt, es gibt Leute, die können total gut zuhören, und dann gibt es Leute, die drehen sich nur um sich, da ist ihre Sicht der Dinge ist wichtig, ihre Geschichte ist wichtig, ihr Problem ist wichtig und so weiter und so weiter. Es gibt Leute, die triggern uns, die sprechen bestimmte Punkte bei uns an, die uns dann plötzlich ärgern. Es gibt Leute, die uns total gut tun, mit denen wir echt Spaß haben zusammen. Es gibt introvertierte Leute, die sich nicht so sehr beteiligen. Es gibt extrovertierte Leute, die sagen, hoppla, jetzt komme ich. Also auch da gibt es eine so große Vielfalt an menschlichen Persönlichkeiten. Und ja, manches regt uns auf, manches ärgert uns, mancher erfreut uns, mancher tut uns gut, mancher führt uns an unsere Grenzen. Und mit manchen Menschen kann man besser und mit manchen kann man scheinbar überhaupt nicht. Und unser Blick auf die Gruppe und die Menschen, die wird eben gesteuert durch unsere Erfahrungen und durch die Persönlichkeitsstruktur, die da ist, also was für Leute da sind. Und darüber hinaus haben wir noch unsere Erwartungshaltung. Wir projizieren manchmal auf andere im Hauskreis Sachen, die gar nicht an, die treffen da eigentlich den Falschen, aber bei uns ist irgendwas angetriggert worden, was wir dann übertragen auf jemanden, weil wir das vielleicht im Verwandtenkreis irgendwie ständig so erleben und ganz sensibel da sind. Wir übertragen Sachen, dass wir sagen, die Leute müssen so denken, wie ich denke, oder der muss das doch verstehen, weil ich verstehe das doch auch oder so. Also all diese Dinge passieren. Ja? Da ist unsere Vorsicht, da sind unsere Erwartungshaltung, sind unsere Hoffnung, da gibt es unsere Frustrationstoleranz, wie viel können wir ertragen, wie viel wollen wir ertragen. Und da gibt es unsere Ansprüche. So, das ist sozusagen der menschliche Blick auf Gruppe. Das ist eigentlich Gruppensoziologie. Da könnte man ganz viel einsteigen, will ich aber gar nicht, sondern ich möchte mal zum nächsten Punkt kommen, Gottes Blick und seine Absicht. Wenn es so ist, dass Gott möchte, dass wir in kleineren Einheiten uns treffen, uns besser kennenlernen, verbindlich werden und so weiter, all diese Dinge, die das ausmacht, dann muss es doch einen Grund dafür geben. Der muss doch irgendeine Absicht damit verfolgen. Sonst ist das ein menschengemachter Konstrukt, der eigentlich nicht nötig ist. Aber theologisch gesehen ist es so, dass Gott den Mensch zu seinem Bilde geschaffen hat, in seinem Bilde geschaffen hat, und er selber ist Gemeinschaft mit Vater, Sohn, Heiligen Geist. So ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen, ein soziales Wesen. Wir sind so gemacht, dass wir einander brauchen. Wir sind so gemacht, dass wir einander helfen können. Wir sind so gemacht, dass wir voneinander profitieren dürfen. Und wenn wir Gottes Art anschauen, wie er sich nach Beziehungen zu dir und zu mir sehnt,
Und wir mal nachvollziehen, was er alles dafür in die Waagschale geworfen hat, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen, dann sehen wir wahre Leidenschaft. In Jesus sehen wir Leidenschaft ohne Ende, bis zum Abwinken. Ja? Und wir wissen das, so wie sich der Vater in Christus ausgedrückt hat, mit der Bereitschaft zu dienen, mit der Bereitschaft, sich unterzuordnen, mit der Bereitschaft, sich Füße zu waschen, mit der Bereitschaft, den Himmel zu verlassen, mit der Bereitschaft, ans Kreuz zu gehen. Mit dieser Leidenschaft, und zwar aus einem Grunde, aus Liebe heraus, aus dem Grund, aus der Absicht, wieder in die Beziehung zu kommen zwischen dir und ihm. Das ist das, was Jesus angetrieben hat. Und wenn wir uns das anschauen und sehen diese Leidenschaft Gottes, dann gibt es eigentlich nur die Überlegung, ja, will er sich vielleicht durch die Kinder, die er hier hat auf dieser Erde, in gleicher Weise ausdrücken? Möchte er nicht gerne, dass diese Leidenschaft, die er in Jesus gezeigt hat, auch sich durch Kirche ausdrückt? Nicht so in gleicher Weise, ich denke mal, dazu sind wir zu sehr Mensch, aber doch in dieser Richtung. Ich glaube, dass Gott möchte, dass Kirche leidenschaftlich ist, leidenschaftlich im Miteinander, leidenschaftlich im Zugewandtsein zueinander. Also, deswegen finde ich das total wichtig und das ist auch mein Appell am Ende, lass uns ausstrecken nach dieser Leidenschaft. Jetzt weiß ich, dass ihr alle irgendeine bestimmte Vorstellung habt, wenn ihr das Wort Leidenschaft hört. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber ich habe schon mal damit angefangen zu sagen, dass das auch was mit Leiden zu tun hat. Denn Jesus hat diese Leidenschaft zum Ausdruck gebracht, indem er auch bereit war zu leiden. So, sind wir das auch? Das ist die Frage. Oder ist Leidenschaft für uns belegt mit dem Denken, ach, das ist alles schöne Gefühle und Harmonie und toll und super und Sehnsucht und solche Dinge. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Also, ich habe mir angeguckt, wen Jesus sich da ausgesucht hat für seine Kleingruppe. Habt ihr euch die Kerle mal angeguckt? Katastrophe, Katastrophe. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, die so zusammenzustellen. Die haben ihn verraten, die haben ihn verkauft, die haben ihn verleugnet, die haben ihn verlassen. Und Jesus wusste das vorher. Und er hat die trotzdem erwählt. Der hat seine Kleingruppe sehr bewusst durch die Leitung des Heiligen Geistes ausgesucht. Und dadurch, dass wir hier sitzen, ist es ein Zeichen, dass das nicht so ganz falsch war, was er damals gemacht hat. Denn wir sind sozusagen ein Erbe derer, die Jesus als erstes nachgefolgt sind. Und er hat diese Gruppe nicht verlassen. Er hat diese Gruppe nicht verlassen. Wer verraten worden ist, wer verkauft worden ist, wer verleugnet worden ist, wer verlassen wurde, stellt euch vor, ihr seid in so einer Gruppe mit solchen Leuten zusammen, die so mit euch umgehen. Was würdet ihr tun? Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, das brauche ich so gar nicht. Da gehe ich nicht mehr hin. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. So nicht Jesus. Jesus ist treu geblieben. Und das ist übrigens ein Kennzeichen von Leidenschaft, ist Treue. Und der hat sogar gesagt, ich bin bei euch. Die alle Tage, so nach der Auferstehung hat er das ja gesagt, bis ans Ende der Zeitalter. Und ich sende euch den Beistand. Gleich wie ich bei euch war, wird der Heilige Geist bei euch sein. So, Jesus hat sein Versprechen eingehalten und hat seine Treue bewiesen und hat seine Leidenschaft ausgedrückt, indem er eben diese Chaoten nicht verlassen hat. Wie sieht es bei uns aus? Was macht jetzt Leidenschaft genau aus? Also, was wir ja sehr schnell damit verbinden, ist dieser Sehnsuchtsgedanke. Ach, ich schmachte, ich hätte gerne eine Situation, ich hätte gerne näheren Kontakt mit einem Menschen. Ah, das ist so Sehnsucht, ja. Oder Eifer, so man redet viel darüber und man, das, was einen leidenschaftlich beschäftigt, das ist Thema, das ist in den Gedanken, das ist in dem Reden drin. Oder Begeisterung oder Hingabe oder Verlangen, so, das denken wir ist das. Aber es ist eben mehr als das, es ist eben auch die Treue und diese Beständigkeit und diese Bereitschaft durchzugehen, auch durch Situationen, die nicht so toll sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Hauskreise als Kleingruppen denken, dann ist das vielleicht nicht das Erste, was uns einfällt, wenn wir Leidenschaft so definieren. So, ich habe Sehnsucht nach den Menschen. Habe ich so Sehnsucht nach den Menschen im Hauskreis? Habe ich einen Eifer für eine Entwicklung, dass Gott da drin wirkt? Bin ich begeistert dafür?
Bin ich hingegeben? Ja, tue ich meinen Teil dazu? Habe ich dieses Verlangen, miteinander zu sein und miteinander was zu erleben mit Gott? Ich nicht. Ich habe das nicht immer. Ich gebe das ganz ehrlich zu und ich glaube, das ist bei vielen so. Und dann stellt sich immer die Frage, muss ich da was tun in diese Richtung? Nein, wir müssen überhaupt nichts machen. Aber wir könnten und wir dürfen und wir würden gesegnet werden. Und ist es nicht attraktiv, sich darum zu bemühen, dass Leidenschaft füreinander und für Gott wächst und sich das ausdrückt in unseren kleinen Gruppen? Also das ist der erste Punkt, den Gott beabsichtigt. Er möchte gerne, dass seine Leidenschaft unsere Leidenschaft wird und unsere Leidenschaft sich im Miteinander ausdrückt, weil er sich durch unsere Gemeinschaft ausdrücken will. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, er möchte für jeden Einzelnen Wachstum und Entwicklung. Ich glaube, wenn ich in einer Gruppe bin, letztens habe ich das schon mal gesagt, mit dem Winzermesser, das eigentlich wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Weingärtner und der schneidet ab und so. Dann habe ich immer gesagt, der Winzermesser, das seid im Prinzip ihr. Gott gebraucht Menschen dazu, um mich zu beschneiden. Und ist gut so, weil das Ergebnis ein gutes ist, weil Gott gute Absichten hat und er mehr Frucht möchte. So. Und Wachstum und Entwicklung hat was damit zu tun, dass man sich mit Leuten umgibt, die es einem nicht so einfach machen und nicht ewig auf der Flucht ist vor solchen Leuten. Ja? Leidenschaft, aus Leidenschaft muss eigentlich Liebe werden. Aus Sehnsucht muss eigentlich Treue werden. Aus Verlangen muss eigentlich Entschlossenheit werden und aus Begeisterung muss eigentlich Hingabe werden. Und wenn wir bleiben bei schönen Gefühlen und guter Laune, dann kann das nur zu Frustration führen. Das geht gar nicht anders. Aber wenn wir wissen, Gott will unsere Herzen transformieren und er gebraucht uns aneinander dazu, dann können nämlich diese Prozesse stattfinden, die ich gerade genannt habe. Wir kommen von der Leidenschaft hin zu einer echten Liebe zueinander, die auch Sachen erträgt, die man normalerweise nicht ertragen würde, wollen würde. Aber die will man dann ertragen. Also, es braucht eine persönliche Entwicklung und es ist Gottes Pädagogik, andere dazu an mir zu gebrauchen. Normalerweise trifft man ja Menschen, mit denen man so auf einer Wellenlänge ist, so, oder ein gleiches Interesse hat, oder gleicher Meinung ist, oder sympathisch miteinander ist. Und dann will man auch in solchen Zusammensetzungen bleiben. Und das ist auch irgendwie menschlich, ja. Man sucht sich seinesgleichen. Bei den Hauskreisen ist das aber anders. Oder bei den Gruppen, die sich in der Gemeinde treffen, ist das anders. Überhaupt bei der Gemeinde ist das etwas anderes. Bei Kirche ist das etwas anderes. Warum stellt Gott Menschen unterschiedlicher Prägung und Persönlichkeit zusammen? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff inkarnatorische Theologie kennt. Das heißt, Gott wurde Mensch in Christus, also Menschwerdung. Und ich glaube, dass diese Theologie auch gilt für die Kirche. Gott wird Mensch in der Kirche, durch die Geschwister wird Gott Mensch. Das heißt, er redet zu mir durch euch. Er handelt an mir durch euch. Er verändert mich durch euch. Er erzieht mich durch euch. Er liebt mich durch euch. Das ist inkarnatorisch, das ist mittelbar. Gott macht natürlich auch was in persönlichen Beziehungen. Das ist ja nicht die Frage und auch direkt und ultimativ. Und, aber er macht es eben ganz stark und beabsichtigt durch die geistliche Gemeinschaft. So, jetzt ist geistliche Gemeinschaft der einzige Ort oder die einzige Art und Weise, wo Gott entscheidet, wer mich beeinflusst. Ja, kannst du sagen, ja, mein ganzes Leben ist davon beeinflusst, dass ich irgendwelchen Leuten begegne, das ist alles von Gott. Ja, schon. Aber wenn wir uns jetzt aufmachen und wollen uns zusammentun, dann können wir die Entscheidung treffen, wer, wo, wie, mit wem. Oder wir können sagen, Gott, stell du zusammen. Und oft ist es so, dass ja Menschen in die Gemeinde kommen, die wir uns nicht aussuchen, sondern die kommen einfach. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit denen um? Also Gott ist derjenige, der entscheidet, wer mich beeinflusst. Die Gruppe der Jünger, das habe ich schon gesagt, war ein schönes Beispiel dafür, dass das sehr, sehr, sehr chaotische und unterschiedliche Leute waren. Von
Zöllner über Fischer, also auch von ihrem ganzen Hintergrund her sehr, sehr unterschiedlich. Und die hatten ja auch ihre Dinge, Eifersucht, die hatten Neid, die hatten Missgunst miteinander, die hatten Ambition, wer der Erste unter ihnen sei und so weiter. Und all das wusste Jesus vorher und er hat es trotzdem gemacht. Und diese Zusammensetzung, wo Jesus entschieden hat, wie seine Jüngerschar aussieht, die will ich mal übertragen. Gott entscheidet, wie unsere Zusammensetzung aussieht. Und das zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist gut so, bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich Gott unterzuordnen. Das bedeutet, sein Selbstbestimmungsrecht abzugeben. Ich erlaube mir nicht, von mir aus zu entscheiden, ob ich zu einer Gruppe gehöre oder nicht, sondern ich frage da schön meinen Herrn nach. Und manchmal frage ich sehr lange. Und ich will mich nicht beeinflussen lassen von Sympathie, Antipathie, schwierigen Personen oder sonst irgendetwas. Ich will wirklich eine Leitung vom Heiligen Geist in solchen Fragen haben, weil ich habe sonst gar nicht das Mandat dazu, weil Gott entscheidet das. Wenn die Gemeinde oder auch die kleine Gruppe beschrieben wird als das Haus Gottes, als der Tempel Gottes, dann ist der Baumeister dieses Hauses Gott und der entscheidet, welcher Stein über mir ist, welcher lebendige Stein neben mir ist, welcher lebendige Stein unter mir ist, welcher lebendige Stein vor mir ist. Gott entscheidet das. Und das ist demütigend, dass ich dieses Bestimmungsrecht, in welcher Gruppe ich mich aufhalte, aus der Hand gebe. Ich überlasse es Gott. Es ist übrigens ein Glaubensschritt und es ist ein Vertrauensbeweis, Gott zuzutrauen, dass er die besten Leute an meine Seite stellt, für mich. Und das können manchmal ganz schwierige Leute sein, aber es sind für mich die besten Leute, weil Gott sie so zusammensetzt. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt oder ob ihr dann Kloß im Hals habt, weil ihr denkt, wie oft bin ich schon Leuten ausgewichen, mit denen bin ich überhaupt nicht klargekommen. Die trampeln immer auf meiner Seele rum. Ich sage auch nicht, dass man das alles immer alles erdulden muss, aber man muss sich um dieser Tatsache, dass Gott derjenige ist, der diese Gruppen zusammensetzt, bewusst sein. Und da sind wir schnell auf dem selbstständigen Weg, ganz schnell. Provoziert schnell, gebe ich zu. Und deswegen ist es gut, da drum zu ringen. Auch das Ringen um Einheit in den Gruppen hat ganz viel damit zu tun, dass du sagst, das ist doch Gottes Wesen, das ist Gottes Absicht. Und wenn wir Streit haben, dann versuchen wir, den aus dem Weg zu räumen und wir versuchen, dem nicht aus dem Weg zu gehen. Seid ihr bei mir? Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg, den wir miteinander gehen müssen, wo wir voneinander lernen dürfen, wo wir uns einander zu ermutigen müssen. Und das ist meine Absicht auch damit. Aber diese grundsätzliche Gedanke, dass es Gottes Blickwinkel und Absicht ist, für mein persönliches Wachstum, für meine Reifung, für meine geistliche Reifung, Menschen zu gebrauchen, das muss ich erstmal verstanden haben und bejahen. Und sagen, okay, und das ist gut so, weil du das machst, Vater. Wie schnell kommen wir denn zu der Meinung und sagen, ja, mir passt das nicht. So, er wird ja überhaupt nicht in der Bibel gelesen da und die quasseln nur. Also diese Erwartungshaltung. Oder ich werde hier gar nicht wahrgenommen und man beachtet mich nicht und meine Meinung wird nicht gehört und so weiter. Ja, da darf derjenige was lernen, der meint, dass er das Opfer ist. Da darf aber auch die Gruppe was lernen, dass man aufeinander Acht gibt. Das ist beidseitig. Das ist nicht irgendwie nur eine Seite. Aber wir lernen gemeinsam. Das ist doch die Absicht und das Ziel, was Gott hat. Natürlich, ich sage ganz klar, natürlich hat jeder die Freiheit, ich betone das jetzt, und von mir aus, merkt euch nur das, ist mir egal, aber das wäre schade, wenn das nur das wäre. Natürlich hat jeder die Freiheit, einen Hauskreis zu verlassen, eine Gemeinde zu verlassen, sich etwas anderes zu suchen, sich gegen etwas zu entscheiden. Alles, Freiheit ist möglich. Darf keiner einen Vorwurf kriegen. Aber bitte in Absprache mit Gott und am besten, wenn es Konflikte gibt, im Auseinandersetzen mit dem man einen Konflikt hat und nicht einfach weglaufen. So, jetzt komme ich auf unsere Möglichkeiten, wie wir unsere Leidenschaft steigern können. Das Erste ist, und das war ja eigentlich schon mein Reden jetzt gerade, ist unseren Blickwinkel zu ändern. Ich habe mich oft gefragt, ist, wenn ich so Leute, wenn mir Leute begegnen, die so, schwierig, was mache ich dann? Ich sage mal, was ich mache und vielleicht könnt ihr das übernehmen oder ihr findet das hilfreich oder ihr habt eine andere Strategie, keine Ahnung. Bei den Herausforderungen mit schwierigen Menschen in meinen Augen, da hilft mir immer die Frage, Jesus, was siehst du in dem anderen? Was siehst du in dem anderen? Nicht, was sehe ich, sondern was siehst du in dem anderen?
Sein Blick auf den anderen, der ist nämlich manchmal so verschieden. Und ich kann euch ganz allgemein jetzt mal sagen, dass Jesus einen Menschen, der, in dem er wohnt, sieht als Salz und Licht für diese Welt, als unendlich wertvoll, als geliebt, als geschätzt, als wertgeachtet. Er sieht ihn als Gottes Mitarbeiter, als Botschafter an seiner Stadt. Der sieht ihn als geheiligt, als geliebt, als Hausgenosse und Bürger des Himmels. Der sieht ihn als Erlösten, als Berufenen, als Gottes Gegenüber. Der sieht ihn als Freund, als Miterbe, als Botschafter, als Auserwählter, als Gerechtgesprochener. Der sieht, dass der Name dieses Menschen im Buch des Lebens steht. Der sieht, dass dieser Mensch ein Glied an seinem Leib ist und dass der Mensch versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Wow, das war nur ein Ausschnitt, wie Gott Menschen sieht. Aber wenn ich mir nur diesen kleinen Ausschnitt vor Augen führen würde, wenn ich Menschen begegne, die schwierig mir erscheinen und ich den Blickwinkel ändere und sage, ich will jetzt mal nicht meinen Blick auf den Menschen haben und den kultivieren, sondern ich möchte jetzt mal Gottes Blick auf diesen Menschen kultivieren, bekomme ich eine andere Herzenshaltung zu dem Menschen. Versprochen. Wenn man erstmal sich öffnet dazu, das war ja dieses Bild bei dem K5-Seminar, dieses Gold, und damit meine ich jetzt nicht nur die Begabung, die jemand hat, sondern diese Wesensart, dieses Gold in dem Dreck zu finden, von dem alles, was man als falsch anfindet, und dann da dieses Gold drin findet, innerhalb einer Person, im Herzen einer Person, dann ist das unschätzbar wertvoll. Und wir verändern uns selber dadurch. Wir kriegen selber eine andere Herzenshaltung. Und Leidenschaft wird zu Liebe. Das passiert in diesem Prozess. Geistliche Reife erkennt man daran, ob man diesen Blickwinkelwechsel will. Daran erkennt man geistliche Reife. Will ich tatsächlich den Nächsten lieben wie mich selbst? Oder ist das nur ein Spruch? Dann brauche ich den Blickwinkel, den Gott auf diesen Menschen hat. Unbedingt. Ich komme mit meinem Blickwinkel an meine Grenzen. Volle Kanne. Das funktioniert nicht, wenn ich mit meiner Sicht der Dinge Menschen bewerte. Das machen wir ja ganz automatisch. Das ist ja jetzt gar nichts Bösartiges oder Vorwurfsvolles oder so. Das ist ja ganz automatisch. Aber was wir machen können, ist, wir können uns dazu entscheiden, den Blickwinkel Gottes einnehmen zu wollen. Und das hat was mit geistlicher Reife zu tun. Und wenn man diesen Blickwinkel einnimmt, dann wird man auch Leute ertragen können. Es gibt ja auch eine Bibelstelle, die sagt, ertragt einander. Ja, wenn wir uns einander ertragen sollen und das in der Bibel steht, ist es nicht immer einfach. Da macht die Bibel keine Hilfe raus. Ja? Dann zeigt sich auch im Hinblick auf die Entwicklung der Kleingruppe, wie man miteinander interagiert oder miteinander umgeht, dass man einsieht, wie gut Gottes Handeln ist durch die Gruppe an jedem Einzelnen. Und das bringt das Gesamte der Gruppe voran. Und ich habe euch einfach mal nur ein paar Bibelstellen mitgebracht, mit denen ich das deutlich machen will. Den Blickwinkel Gottes einzunehmen, da fällt mir immer ein, dass der Samuel den David gesucht hat, ohne zu wissen, dass er den David suchen sollte. Und da heißt es im 1. Samuel 16, Vers 7b, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und diesen Blickwinkel danach müssen wir uns ausstrecken. Dann wächst Leidenschaft, dann wächst sogar aus Leidenschaft Liebe. Der Christus, der in dir lebt, der lebt nämlich auch in deinem Bruder und in deiner Schwester. Auch wenn die ganz komisch sind. Derselbe Christus lebt in dem. Jesus sagt selber, was ihr eines dieser meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr mir getan. Und mit gering weiß ich, dass in diesem Zusammenhang eher eine soziale Frage gestellt ist. Aber ich sag mal, was ihr einem dieser meiner gering geschätzten oder vielleicht selbst gering geschätzten Brüder getan habt, habt ihr mir getan oder Geschwister getan habt. Also gering nicht nur im Sinne von Status, sondern auch im Sinne von verachtendem Denken. Selbst wenn ihr denen was Gutes tut, dann habt ihr was mir getan. Das ist diese Identifikation, Christus in dem anderen zu sehen.
Und das war ja nicht nur ein Paulus, der sich so was ausgedacht hat, dass Christus im Gläubigen lebt, und ein Johannes, der das beschreibt, sondern Jesus selber hat das ja auch gesagt. Also den Christus in dem anderen zu sehen, ist eine total wichtige Sache. Und zu guter Letzt, da sagt der Paulus nochmal im Kolosserbrief: Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Den Bibelvers habt ihr bestimmt oft schon gehört, wendet den mal auf die Hausgruppe an. Christus in dem anderen, Hoffnung auf Herrlichkeit. Da kann was ganz, ganz Herrliches bei rauskommen. Wir müssen das nur freischaufeln, wir müssen das sehnsüchtig herbeibeten. Wir müssen uns darum kümmern, dass diese Herrlichkeit, die drin ist in jemandem, rauskommt. Und da tun wir uns gegenseitig Gutes, wenn wir das begünstigen. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir. Wir ermahnen jeden Menschen und belehren jeden Menschen in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Wir sehen den Menschen nicht mehr mit dem, was vor Augen ist, sondern wir sehen ihn mit dem Blick Gottes, Christus in dem anderen. Das ist gar nicht so einfach und da muss man sich immer wieder zu herausfordern und ermutigen. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob die nächste Folie. Genau, die nächste Folie ist unsere Entscheidungen reflektieren. Also einen anderen Blickwinkel kriegen, ist vielleicht ein bisschen ähnlich, ja, anders ausgedrückt, aber unsere Entscheidung zu reflektieren. So, was ist jetzt, ich werde jetzt mal sehr praktisch, was ist jetzt der Grund, wieso ich in einen Hauskreis gehe oder nicht? Wieso ich mich an der Kleingruppe anschließe oder nicht? Wieso ich motiviert bin oder frustriert bin? Manchmal ist es einfach eine Zeitfrage. Aber ich will mal andersrum anfangen. Ich will jetzt mal nicht von den negativen Seiten kommen, sondern mal die Vorteile darstellen. Ich treffe mich gerne, weil ich dadurch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt könnt ihr mal auch in euren Kleingruppen diese Frage überlegen. Was, und das ist ja das, was auch ein bisschen die Anfrage an die Zeugnisgeber ist, was ist das, was mich wirklich motiviert, stärkt, was mir hilft? Was sind die Vorteile, in der Kleingruppe zu sein? Ich habe mal folgende Vorschläge. Ich treffe mich gerne, weil ich dadurch nicht oberflächlich bleibe. Die Kleingruppen sind eigentlich gedacht, um in die Tiefe des Lebens einzutauchen, um zu den Herzensmotivationen zu kommen, um zu den Gedanken Gottes vorzudringen. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir uns versammeln als Gläubige. Und das hat was sehr Tiefes, Existenzielles zu tun. Und wenn ich da hingehe und ich will oberflächlich bleiben, dann werde ich irgendwann merken, das funktioniert hier nicht. Die werden alle so tief, die werden alle so intensiv. Und das ist gut, weil das schafft Veränderung. Ich treffe mich gerne, weil ich dadurch Austausch, Reflexion über lebenswesentliche Dinge habe. Ich treffe mich gerne, weil mein Horizont dadurch erweitert wird. Ich komme mit Menschen zusammen, die denken vielleicht ganz anders. Aber das ist doch gut. Ist doch nicht schlecht. Ist doch keine Bedrohung. Ist doch eine Bereicherung. Ich treffe mich gerne, weil ich auch Hilfe bekomme. Ich treffe mich gerne, weil ich vielfältig gesegnet werde. Ich treffe mich auch deswegen gerne, weil ich den Eindruck habe, ich werde gebraucht. Ich treffe mich gerne, weil Gott mich und andere besser kennt und, weil ich Gott, mich und andere besser kennenlerne durch das Miteinander. Ich treffe mich gerne, weil ich dort Gott in Gemeinschaft begegne und nicht alleine. Ich treffe mich gerne, weil ich dort Belebung erfahre. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich treffe mich auch gerne, weil ich nicht alleine sein will. Einsamkeit ist echt ein Thema. Habe ich schon mal drüber gepredigt, aber es poppt immer wieder auf, dieses Thema. Einsamkeit ist ein echt gesellschaftliches Thema. Und warum sollte es nicht auch ein Thema in der Gemeinde sein? Ich befürchte, es ist so. So, was sind denn jetzt die Gründe, wieso ich keine Lust habe, zum Hauptkreis zu gehen? Was mich abhält davon? Also, ich werde da immer gedrängt zu irgendwelchen Veränderungen in meinem Leben. Auch jetzt in der Predigt wieder. Immer soll irgendwie mein Leben verändert werden. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Ne, mein Denken wird in Frage gestellt, mein Reden, mein Handeln, ich werde aufgefordert, Dinge zu tun, da bin ich noch gar nicht so weit und ja, möchte ich nicht. Der Nachteil könnte sein, da wird mir echt widersprochen. Da hat einer ja eine völlig andere Meinung und sagt die auch noch. Das will ich nicht. Oder ich fühle mich da echt in Frage gestellt.
Selbst wenn der jetzt irgendwie sagt, ja, aber da geht es jetzt nicht um dich als Mensch, sondern da geht es jetzt um eine sachliche Diskussion. Nee, ich fühle mich in Frage gestellt. Da begehe ich nicht so anstrengenden Menschen, mit denen würde ich mich nie im Leben treffen normalerweise. Da werde ich verletzt, da werde ich nicht ernst genommen, da werde ich gar nicht wahrgenommen. Und ich muss mich echt aufraffen. Oh, das ist schwer. Weil so viele verdeckte Blockaden da drin sind, ist dieser Komfortfragestellung immer so im Vordergrund. Aber eigentlich glaube ich, es ist nicht die allererste, dass ich mich aufraffen muss, sondern meistens liegt irgendwas dahinter. Ich will nicht enttäuscht werden. Ist auch ein Grund, wieso ich da gar nicht erst hingehe. Und werde ich auch nicht enttäuscht. Aber ich verliere natürlich den Segen, den Gott vorbereitet hat, dadurch, dass er mich in so einer Gruppe sehen will. Ich habe noch eine schöne Bibelstelle gefunden, die hat der Joachim schon vorgelesen, da will ich noch mal ein paar Sätze zu sagen. Ist leider etwas dunkel, aber ihr könnt das wahrscheinlich sehen. Da habe ich Sachen fett gedruckt, die wir sein lassen sollen. Da habe ich Sachen, ja, das ist hier so ein bisschen rötlich, die wir machen sollen. Und da sind grüne Stellen, das sind Verheißungen. Und da heißt es in Psalm 37, 1 bis 8, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab von Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber wir sind gesellschaftlich eine Empörungsgesellschaft. Und Gott sagt ganz eindeutig, Finger davon, empöre dich nicht. Das ist jetzt ein anderes Wort wie entrüste dich nicht. Das kommt hier mehrmals vor und man kann sich entrüsten, weil der Ungerechte durchkommt, weil der Übeltäter nicht bestraft wird und so weiter. Man kann sich über ganz viel Ungerechtigkeit kann man sich echt empören. Man kann sich auch im Hauskreis über Menschen empören. Wir sollten das lassen. Empöre dich nicht, entzürne, entrüste dich nicht und sei auch nicht neidisch. Aber was hilft denn, um die Leidenschaft zu stärken? Das ist doch, hoffe auf den Herrn. Geh davon aus, dass eine positive Entwicklung vor euch steht und keine negative. Tue Gutes, übernimm Verantwortung, setz dich ein, dass diese Hoffnung zu einer Wirklichkeit wird. Bleibe im Lande, heißt für mich so viel wie, lauf nicht weg, bleibe dabei, auch wenn es schwierig ist, und nähere dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, so bin ich ja übrigens wahrscheinlich du auch auf die Stelle gekommen, habe deine Lust am Herrn, weil das um Lust statt Frust geht und um Leidenschaft. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und ich habe immer gedacht, was ist das für ein Automatismus? Aber er ist wirklich wahr, wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann hat er gar keine Veranlassung, mir nicht zu geben, was mein Herz begehrt, weil mein Herz gefüllt ist mit seiner Leidenschaft. Natürlich will er mir das dann geben. Ist doch logisch. Ja? Also habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Also auch in Entscheidung, Gruppe ja, Gruppe nein, mit den Leuten ja, nein und so weiter. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird es wohl machen. Der hat gute Gedanken für dein Leben. Der hat gute Gedanken für deine Entwicklung. Sei stille und warte auf ihn. Das ist so ein bisschen wie bleibe, warte, nicht so schnell. Keine Schnellschüsse, keine Entscheidung, die man hinterher bereut. So, genug der Rede. Die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Ich habe mir das einfach mal rausgenommen, weil wir heute noch keinen Kindergottesdienst haben und das so die erste Eintrittsgeschichte war. Ich möchte mit dieser Predigt, und ich glaube, Gott möchte das auch, beabsichtigen, dass wir uns nicht der Gemeinschaft entziehen, sondern dass wir bereit sind, in Gemeinschaft uns zu begeben. Und ein Appell an alle, die nicht irgendwie fest eingebunden sind in Jüngerschaftskreise. Denkt drüber nach. Es ist gut, es ist gut, es ist wichtig, es ist richtig. Es ist nicht nur so eine Idee von, wie gesagt, ich habe euch von der Jüngerschar Jesu erzählt, der hat auch eine kleine Gruppe sich ausgesucht.
Kleingruppe ist ein ganz, ganz wesentliches Format, was wir brauchen, um persönlich zu wachsen, zu reifen, und Gott gebraucht uns aneinander. Also, dann möchte ich gerne, dass wir gemeinsam beten um Leidenschaft. Leidenschaft kann man nämlich nicht erzeugen. Ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass durch die Dinge, die da stehen, dann automatisch man irgendwie leidenschaftlicher wird, sondern man kann das begünstigen, man kann Voraussetzungen schaffen, man kann sagen, ich sehne mich dann nachher, ich habe da zu wenig von, ich brauche das, ich bitte dich darum. Aber eigentlich bekommt man Leidenschaft immer geschenkt. Man kann Leidenschaft nicht machen. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wer hat es schon mal probiert und hat geklappt? Es geht nicht. Man kriegt es als ein Geschenk. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken und wir dürfen im Glauben erwarten, dass Gott uns mit seiner Leidenschaft, mit seinem Herzen beschenken will. Denn so drückt er sich doch aus durch uns. Schaff in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Vater, wir kommen zu dir und wir bitten dich von Herzen, dass du uns ausrichtest durch dein Wort. Stark sprichst durch dein Wort und wir erkennen, das, was du uns empfiehlst, ist gut für uns. Und wenn es auch im ersten Anschein nicht so zu scheinen sein, nicht so scheint zu sein, so bist du doch derjenige, der darüber hinausblickt. Ich bete, dass unsere Herzensblicke verändert werden, dass du uns beschenkst mit Leidenschaft von dir, Herr, mit deinem Herzensblick, dass wir Menschen sehen als von dir geliebte und errettete Kinder Gottes, wo du echt eine gute Absicht hast, die mit uns zusammenzustellen. Ich danke dir deswegen auch für Gemeinde. Ich danke dir für diese wunderbare Idee, wo du deinen Ausdruck findest und wo du gleichzeitig dein Werk an unseren Herzen tust. Es ist brillant, es ist einfach brillant, wie du unterwegs bist. Dir sei alle Ehre dafür und aller Lob und aller Dank. Amen.